Jo, liebe YLs, SWLs und OMs, willkommen zum wöchentlichen DD0UL-QTC. Heute geht es um D-Star mit dem Kenwood THD74. Und das ist eine Funktion, die meistens nur in ICOM-Geräten eingebaut ist. Und Kenwood macht erste Versuche mit D-Star. Das ist in diesem Gerät eigentlich sehr gut gelungen. Um in D-Star QRV wählen zu können, ist zuerst eine Registrierung notwendig, zentralen Registrierungsstelle. Das funktioniert sowohl für D-Star als auch für DMR, kann diese Registrierung verwendet werden. Wer auf Google nach D-Star zentrale Registrierung sucht, findet auf jeden Fall schon im ersten Link den Hinweis, wie das funktioniert. Das ist hier schon mal aufgerufen und der erste Link bringt einen zu dieser Seite, auf der man sich einloggen muss und dann diese Registrierung vornehmen. Das dauert in der Regel ein, zwei Tage. Dann bekommt man eine Zahl zugeteilt. Die wird vorne mit 263 anfangen. Das ist die Kennung für Deutschland. Und hinten nochmal vier Stellen haben. Für mich ist das die 8102. Und dieses Setting, diese CCS7-ID, die muss im Kenwood-Gerät eingetragen werden, konfiguriert werden, sonst funktioniert überhaupt nichts. Wir gehen also im Kenwood-Gerät im Menü D-Star in die 610 und was hier schon erledigt ist, mein Rufzeichen ist eingetragen, DD0UL mit dem Slash und dann die letzten vier Stellen, die 8102. Das ist meine Kennung, die ist auch international bekannt und damit funktioniert das dann. Bei D-Star gibt es verschiedene Betriebsmodi, verschiedene Methoden, wie man das benutzen kann. Es gibt natürlich einen Simplex-Modus, wie es eben bei FM auf UKW auch gibt. Das ist hier im Bild gezeigt, eine Station oder zwei Stationen unterhalten sich miteinander und es gibt natürlich auch D-Star Repeater, Relaisfunkstellen, meistens auf einem Hügel obendrauf und das erhöht die Reichweite enorm. Wir kennen das auch von den FM-Repeatern und es gibt natürlich nicht nur einen Repeater, es gibt viele Repeater für D-Star und wer jeweils in diesem Einzugsbereich eines Repeaters ist, der kann sich miteinander unterhalten. Und um die Reichweite nochmal zu erhöhen, werden viele dieser Relaisfunkstellen in sogenannten Reflektorräumen zusammengefasst. Das sind Server im Internet irgendwo, das ist gar nicht wichtig, wo die letzten Endes stehen. Wichtig ist, dass die miteinander verbunden werden. Diese Reflektorräume kann man sich vorstellen wie ein Chatraum im Internet. Das gibt die Software Mumble, es gibt das Teamspeak, was vielleicht die Spieler kennen. Und ähnlich funktionieren diese Reflektoren mit einem tollen Unterschied. Man kann zwischen diesen Reflektoren hin und her wechseln. Wenn also ein Repeater jetzt beispielsweise im Deutschland-Reflektor verbunden ist oder mit dem Franken-Reflektor, dann gibt es die Möglichkeit, den Repeater aus diesem Reflektor rauszulösen, mit einem anderen Reflektor zu verbinden und plötzlich spricht man mit einem ganz anderen Benutzerkreis. Das wird am Gerät gesteuert mit den DTMF-Tönen. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Wer keinen Repeater in seiner Nähe hat, der kann sich behelfen mit einem Hotspot. Es gibt die DV4 Minis. Das ist das, was hier läuft, weil der DB0 TVM, der Olympiaturm hier in München zurzeit saniert wird, der ist abgeschaltet und die Art und Weise, wie ich in die D-Star-Netzwerke reinkomme, das ist dann eben über den DV4 Mini. Es gibt den DV Mega noch, das ist ein alternatives Produkt, eine Aufsteckplatine, die auf den Raspberry Pi kommt, funktioniert auch sehr gut, hat die Einschränkung gegenüber einem richtigen Repeater, dass man natürlich über diesen Hotspot nicht mit anderen Leuten sprechen kann, sondern nur in den Reflektor, der lässt sich frei auswählen, und mit allen anderen, die dann auch eben in diesem Reflektorraum verbunden sind, natürlich auch über ihre Repeater. Was wir jetzt machen können, wir können mal schauen, ob wir jemanden finden auf D-Star. DK2NB, DK2NB, die den 0UL ruft. Wir sehen das. Ja, Michael, die den 0UL, hier ist DK.
war leider. Müssen wir nochmal versuchen. DK2NB, DD0OL. Thomas, du warst leider nur ganz kurz zu hören. Kannst du den Durchgang bitte nochmal wiederholen? Ja, DD0OL, hier ist DK2NB. Geht wunderbar, Michael. Ich bin scheinbar auch nicht aus dem Reflektor rausgeflogen. Kommst hier sehr gut, laut und deutlich an. Mikrofon wieder zurück zu dir. DD0OL, hier ist DK2NB. Ja, wunderbar, Thomas. Vielen Dank für den kurzen Test. Ich gehe hier wieder in den Hintergrund, mache mit dem Video weiter für den YouTube-Channel und werde mich damit beschäftigen, dass wir jetzt uns noch anschauen, wie die Reflektoren mit dem DV4 Mini umgesetzt werden. Danke dir für den Test, wünsche dir noch einen schönen Restsonntag und 73 DK2NB DD0OL im Live-Video-QSO. Noch viel Erfolg und noch einen schönen restlichen zweiten Advent. Grüße auch deine Frau, lieb von mir. Und wir hören uns wieder. DK2NB ist dann auch hier QRT. Tschüss. Das machen wir 73. Schön, das Vorführ-QSO hat funktioniert. Jetzt können wir noch einen längeren Blick auf die Reflektorräume werfen. Ich habe das hier am Notebook schon vorbereitet. Wir sehen hier auf der Seite xreflektor.net die Reflektoren, die für Deutschland da sind. Wir haben den Worldwide, wir haben den Europe, wir haben den Deutschland, wir haben Elbe-Weser, NRW-Reflektor, es gibt einen Berlin-Brandenburg-Reflektor, das Ruhrgebiet, der Norden von Deutschland und viele, viele andere. Das Interessante an dieser Seite ist, dass hinten die DTMF-Töne aufgeführt sind, die an der Tastatur des Kenwood-Geräts einzugeben sind, um den Repeater oder in meinem Fall den DV4 Mini mit diesem Reflektorraum zu verbinden. Wir sehen, dass in dem Deutschland-Reflektor 105 User zurzeit eingeloggt sind oder verbunden sind über ihre einzelnen Repeater und in den anderen weniger. Und um beispielsweise in den Deutschland-Reflektor zu gehen, müsste ich D103 drücken, dann würde sich das Gerät bzw. würde sich mein DV4 Mini dahin verbinden. Ich möchte was anderes ausprobieren. Wenn wir nämlich runterscrollen, sehen wir, es gibt noch andere Reflektoren auf der Welt. Es gibt auch welche in Frankreich. Und einer der Reflektoren, der gut besuchten Reflektoren mit 74 Benutzern, das ist der DCS033CL. Und die Kennung, man muss es sich ein bisschen herleiten, vielleicht auch aufschreiben, wenn man öfter auf einem bestimmten Reflektor möchte. Das wäre dann die D33C-Kombination, die zu drücken ist. Und ich stellte fest, wir haben hier die Bedienoberfläche im Video jetzt zu sehen, die Bedienoberfläche des DV4 Mini. Und es funktioniert nicht 100% zuverlässig mit den Tönen. Anders als bei den direkten Repeatern steigt der DV4 Mini bei der Erkennung der Töne doch mal aus. Ich probiere es trotzdem mal, versuche mit dem D33C oder nehmen wir den D33D das zu verbinden. Das heißt, erst die PDT-Taste drücken, gedrückt halten und nicht zu schnell, eher langsam die DTMF-Töne drücken. Und wir werden dann hier im Bild der Bedienungsoberfläche des DV4 Mini sehen, ob es funktioniert hat. Und das wird natürlich auch angesagt werden. DCS-000. Das war nicht das, was wir wollten. Versuchen wir es nochmal. DCS-000.
et au plaisir de vous entendre sur cette plateforme. Na gut, er hat es nicht gesagt, aber wir sind ganz offensichtlich in Frankreich angekommen. Die Sprache ist leicht zu erkennen. Ich könnte CQ rufen, doch leider, leider ist mein Französisch nicht gut dafür. Je suis désolé. Das war's auch schon für heute. Ich wünsche 73. Ich wünsche euch spannende QSOs bis zum nächsten Video und darin soll es dann um das Thema GPS gehen. Bye, bye.